Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir sind hier und erobern jetzt diesen Punkt. Ich habe da irgendwie was gesetzt, weil ich blöd war. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Norden. Norden ist da, wo der Kompass ist. Das heißt, wir müssen hier noch ein Stückchen nach links. Wir erkunden jetzt den Bezirk. Ach Gott, hier ist doch diese eine Kiste, wo ich schon gar keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Die ist wohl da. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Naja. Stimmt, das habe ich ja schon mal versucht. Ja. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und wenn wir noch Zeit haben, was ich mal, wovon ich mal ausgehe, dann machen wir weiter mit der Story. Und die Schleier sind echt nervig. Wo ist denn hier der nächste Aussichtspunkt? Gibt's hier keinen. Oder, achso, ich bin im falschen Gebiet. Gut. Wir müssen noch weiter nach links. Gut zu wissen. Gut, es ist nicht vielleicht die beste Möglichkeit, hier lang zu laufen, aber so sehen wir es auch mal. Immer positiv denken. Da hinten ist eine Mauer, wahrscheinlich ist es auch Ende der Stadt. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht weiter. Aber ich weiß gerade echt nicht, wie ich da sonst reinkomme. King's Farm, da wollen wir tatsächlich hin. Hier gibt es Füchse. Von denen wir schon. Okay. Hier wird anscheinend irgendwas gezeigt. Was 400, 250 rum. Nein, das hier. Ja, das war hier. Irgendwas um die 200 rum. Ich habe keine Ahnung. Der könnte hier sein. Das könnte hier sein. 515 und 206. 206 auf der Höhe und dann 515. 206 und 515. Etwa da. Muss ich hier jetzt eigentlich das Fort erst holen, bevor ich Aussichtspunkte sehe? Bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe direkt beim anders auch das Fort geholt. Ich denke, was würde irgendwie bei dem Baum sein? Also irgendein Baum auf jeden Fall. Oder? Guck mal auf die Karte. Achso, ich bin noch gar nicht da. 515 und 206. Das ist überhalb der Mauer, oder? Was? Wie ist nicht verfügbar? 515 und 206. Ja. Ich muss doch dahin. Da ist doch meine Karte. Oder ist das hier nochmal anders? Ah, Moment, da steht ja auch mal River Valley, ne? Ja, das ist River Valley, gut. New York. 517 und minus 227. Minus 227. Und wie viel waren das? 517? Ich hab keine Ahnung, ich tippe mal auf ja. Na gut, perfekt. Mal wieder eine kluge Suche gemacht. So, zwei von 24 Tempel. Okay, es gibt anscheinend nur die Tempel-Artefakte in diesen Kisten, wie es scheint. Habe ich sonst noch irgendwas, was hier in der Nähe ist? River Valley, North Atlantic River, North Atlantic River. Nein, kein New York mehr, das ist gut. Dann würde ich sagen, erstmal fort.
holen, beziehungsweise Bandenhauptquartier, weil ich sonst keine Ahnung habe, was hier überall in der Gegend ist. Ich würde sagen, dass das schon von Vorteil ist, dann würde ich nämlich nicht blind umherirren. Ja. Gut, dass ich hier auch auf die falsche Karte gucke, weil ich vergessen habe, dass die nach Bezirk, also nicht nach Bezirk, sondern nach Karte sortiert sind. Hallo Freunde? Ihr seid ja Freunde, ne? Oh, es gibt 14 Trunen-Kings-Farmen. Okay, gut. Die sind aber eigentlich so weit auseinander. Hier waren schon mal 3. Bei den Dingern müssen wir auch den offenen Konflikt vermeiden. Gar kein Schleicher, okay. Irgendein Brief, noch nie gelesen. Es gibt schon nur 13 Sammelwege. Hier ist so eine Karte. Tod des Henkers. Moin. Ich muss sagen, ich finde gerade schon ganz schön viel Zeug. Das passt. Und wie? Okay, das ist wieder ein River Valley, das ist gut. Da ist das Fort. Kundschafter der Bande finden und töten. Kundschafter sind, glaube ich, die schnellen. Da oben ist Wohlstand oder so. Oder Animus-Fragment, das geht auch. Bandenanführer, Flagge streichen und Kundschafter töten. Ja. Oh, das sind Shanty. Ja, das war wieder ein dummes Shanty, ne? Und das ist ein Schleicher. Das funktioniert ja erstaunlich gut. Können den mal töten? Da lebt irgendwie noch einer. Ist das der, der auf dem Boden liegt? Okay, das ist nicht so gut. Hier sind ganz schön viele von diesen Pennern. Wo sind denn alle, die ich töten muss? Da ist einer, den ich töten muss. Da ist einer, den ich töten muss. Müsste ich den Bandenanführer noch finden? Der wird jetzt mit Gold markiert, wenn ich den erstmal einmal gesehen habe. Mit dem Adlerauge. Noch ein Fragment. Nicht mich sehen. Komm mal schön in das Haus an, dann kann ich dich töten. Kann ich mich gleich wieder verpissen. Au. Ich hoffe, das hier noch nicht als Kampf. Ich glaube nämlich nicht. Hm. Alarm. Oh oh, das klingt nicht gut. Weil Kodio mal wieder überlastet. Das ist blöd, weil ich da jetzt nicht mehr hinkomme. Mördern will ich neben unseren Kollegen auch nicht, weil da werden die bestimmt mal sauer auf mich. Worauf ich recht wenig Lust habe.
Dann muss ich wohl erst hier rauf klettern. Was ist denn? Nun, komme ich hier hoch. So, jetzt hier aufs Holz. Gott, ey, das ist ja echt nervig. Was ist, warum ist das hier rot markiert? Oh, ich habe doch gar nicht so lange gecampt, das ist doch behindert. Ach, man gibt sich die ganze Zeit Mühe und dann sieht einer auf einmal so ein komischer Typ und dann ist hier alles vorbei. Ach nein, der Dogo ist tot. Nein, töte doch erst. Ach, meine Fresse. Töte doch bitte einfach den hier und ziel auch auf den. Ach Gott. Ich bin nur nicht zufrieden, dass es nicht geklappt hat. Das ist echt blöd. Ich meine, der Bonus sind ja nur ein bisschen Geld, aber ich würde den halt schon gern haben. Nicht wegen dem Geld, sondern einfach, weil es halt cool ist. Anonym werden, na super. Warum ist das rot markiert? Bist du der Chef? Nur das ist der Chef. Enough. We shall return. Das ist nicht so gut funktioniert, den zu töten. Das verstehe ich gerade nicht, wieso ich hier das zweimal schlange. Wahrscheinlich war der Nachtanimation war oder so. Gar keine Ahnung. Holen wir uns erstmal kurz die Kiste hier unten noch. Die anscheinend oben ist. Ein bisschen Munition kann ja auch nicht schaden. So, dann müsste die jetzt da sein. Ich sehe sie schon. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an diese Assassinen-Hauptquartiere aus dem ersten Teil. Das waren ja auch mal so komische Läden, sag ich mal. Und da waren, glaube ich, auch so Gitter und Pflanzen. Kann auch sein, dass ich mir gerade komplett irre, weil es ja auch schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber es ist auf jeden Fall cool. Jetzt kommt erstmal die doofe Cutscene. Okay, zwei Renovierungen, ein Haufen voll Kisten, oh Gott, ist das viel, ey. Okay, gibt anscheinend keinen einzigen Aussichtspunkt hier. Kann ich hier auch mal Geld einsammeln? Eigentlich ging das doch, oder? Noch ein paar Wirtschaftszonen fehlen. Was fehlt mir denn hier noch? Da wäre noch am Rand das. Okay, doch, da ist eine Kasse unter dem Ding. Da hatte ich doch recht.
Muss nur rausfinden, wie ich da rankomme. Au. Ist vermutlich im ersten Stock. Gib mal Geld, Freund. Das war einiges an Geld. 13.000. Können wir wieder in irgendwelche nutzlosen Waffen stecken, die wir gar nicht brauchen. Obwohl tatsächlich würde die nächste oder die übernächste Waffe wirklich gut sein sogar. Na, zu gleich, ja. Ich weiß gar nicht, wie wir da am klügsten hinkommen. Am besten über das Haus oder über den Ast hinter mir jetzt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, diesen Part werden wir nur mit Dudnos beschäftigen und nicht mit der Story. So, da oben habe ich auch noch was vergessen. Ich weiß nicht, wie der klügste Weg ist. Wahrscheinlich ist der, den ich nehme, genau der schlechteste. Rohstoff von das ist cool. Klar, Renovierungseinkünfte, Geld schmelzt, ne? Aber dass ich mehr Rohstoffe bekomme, ist cool. Bin ich hier nicht lang gelaufen? Ich bin wahrscheinlich in den Häusern da vorbei und dann. Vielleicht der Meinung, dass ich hier dran vorbeigelaufen war und das eigentlich hätte bekommen müssen, dass es da eine Kiste gibt, aber gut. Ist mir auch relativ egal. Wo ist eigentlich die zweite Verbesserung? Hier unten, oder? Ne, weiter hinter. Dann mache ich erstmal die, anstatt das zu holen. Dann muss ich nochmal nach hinten laufen. Wenn ich mir das überhaupt leisten kann, aber ich glaube, das müsste was relativ Kleines sein. Das sieht nicht aus wie irgendwas Gigantisches. Was ist denn das? Könnte das sein, dass ich mir das nicht leisten kann, weil ich schon zu viel gemacht habe? Kann ich machen, danach ist aber auch Ende. Das heißt, das andere werde ich wahrscheinlich nicht machen können, außer so ein ganz kleines Hostel, was nichts braucht. Das ist auch so eine Fischereihütte? In letzter Zeit habe ich ziemlich viele Fischereihütten bekommen. Zwei an der Zahl. Ja. Dann diesen Part hier noch ein bisschen aufrüsten und sowas. Müll sammeln meine ich eigentlich. Müll sammeln, die Gegend aufrüsten, wenn es geht. Und dann im nächsten Part würde ich sagen, machen wir die Story weiter und dann gehen wir wieder auf Schiffjagd, um uns Zeug zu holen. So gefällt mir das. Achso, ja, schon, den habe ich umgebracht. Das kostet nichts, aber ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig Stein. Naja, egal. Oh, hier wird schon wieder geschleicht. Jetzt die kleinen Viecher. Ne, Freund, du musst mich gar nicht ansprechen, ich habe kein Geld dafür über. So. Dann das. Ich musste auch schon eine Kiste, eine Tür davor aufschließen. Mit so einem Schlösserknacken-Ding. Das war einfach nur gedrückt halten und das war's dann mit dem Schlossknacken, aber gut. Hatte ich vorher auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir es irgendwann mal hatten in Black Flag oder so. Keine Ahnung. Ein Bauplan für Schwarzbartsegel. Gut. Wenn wir Schwarzbartsegel haben wollen würden, könnten wir uns das holen. Aber ich würde sagen, ich will das Aussehen der Morrigan eigentlich relativ normal halten. Und auch hier Shay, da gibt es auch so ein paar Dinger, die man sich kaufen kann, welche Monturen. Sind halt alle irgendwie nicht so interessant, also das hier finde ich schon am coolsten mit. Und die anderen sind halt eher so eine Meme-mäßige Verkleidung. Irgendwie so ein grünen Wald, weiß ich nicht, so eine Waldtarn-Uniform. Nein, ist ja keine Waldtarn, ist einfach nur eine grüne Uniform. Hatte ich für ihn schon gekauft mal.
Also wenn man so einen Schleicher irgendwo rausgehen sieht, einfach die ganze Zeit B drücken, dann kontert man die meisten eigentlich ganz gut. So, das haben wir. Da unten haben wir noch eine Kiste. Ich verstehe mal nicht so ganz, wieso hier jetzt keinen Aussichtspunkt, sondern man nur was vorholen muss. In Lower Manhattan zum Beispiel musste ich ja auch das vormachen. Aber es gibt auch noch Aussichtspunkte. Ich meine, hier gibt es ja nicht so viel. Man hätte die renovierbedürftige Mühle vielleicht nur als Aussichtspunkt machen können. Aber wie ist das komisch? Ein bisschen Geld noch geholt. So. Dann gehen wir hier noch einmal rum. Und ja, dann müssen wir eigentlich weitermachen mit der Story, weil wir sonst nichts haben, um was aufzurüsten oder so. Dann lohnt es sich so wirklich, die ganzen Gebiete nochmal anzugucken. Der sitzt da einfach und denkt so, jo, heute passiert mir nichts Schlimmes. Und dann wird er totgetreten. Er wird nur einmal K.O. getreten und dann wird er nochmal einmal totgeschlagen mit dem Schwert. Okay, hier muss ich auch schon in den Baum rein. Wenn mich der Baum da auch reinlässt, könnte ich es auch vielleicht versuchen. Mhm. Da war ich ein bisschen zu früh. Ich dachte, Shell klettert automatisch so rein. Und ich muss hier nur A drücken, hochzukommen, aber nee. Shell denkt sich so. Nee, Freund. Du willst da bestimmt wegfahren. Du hast gar keinen Bock auf den Scheiß. Der ist auch hin. Freunde, chillt mal. Das sind Asoziale gewesen. Die müssen weg. Zwei Kisten noch. Perfekt. Ein Animusfragment, das ist da bei dem Fort, was ihr schon gesehen habt. Muss ich mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Aber wahrscheinlich einfach auf die Mauer klettern. Hätte ich auch schon mal fortmachen können, aber da waren halt nämlich Leute in der Nähe und ich hatte Angst, dass ich gesehen werde. Ich dachte, wir kommen ja echt schneller durch, aber ich wusste nicht, dass es hier eine Milliarde Sachen gibt in Kings Farm. Das sind so drei. Ja, vielleicht ein bisschen mehr als drei, aber ein bisschen weniger als so. Freund, das wollte ich eigentlich gar nicht. Einfach chillen, Jungs. Ich wollte gar nichts Schlimmes. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen und dann habe ich euch aus Versehen umarmt. Ist doch nicht so schlimm, ne? Zack, aufgemacht. Eine Renovierung noch, da haben wir Kings Farm fertig. Dafür müssen wir erstmal auf See und ein bisschen was holen. Und dann können wir weitermachen mit der Story. Beziehungsweise erstmal mal die Story und dann, irgendwie komme ich schon zu den ganzen Materialien. Darf ich plündern? Ich konnte nicht plündern, weil die mich angreifen wollte, weil ich zu dumm dafür war. So, dann haben wir das hier fertig. Und beim nächsten Mal machen wir dann... Warum habe ich das hier nicht? Ah, ich habe einen Auftrag noch nicht, wahrscheinlich weil es den hier gerade nicht gibt. Weil ich noch in der Story vorankommen muss oder so? Ich hab keine Ahnung. Aber da war doch eigentlich mal einer, oder? Wir können schon mal zum Fort Arsenal zurück. Vielleicht startet automatisch jetzt eine Cutscene. Ich hoffe nicht. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Hinweise, Informationen zu halt. Für was denn? So, dann würde ich sagen, im nächsten Part sehen wir uns hier wieder, machen wir weiter mit der Story. Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.